Kai, wahrscheinlich ist der DHC Rheinland das in der Summe jüngste Team in der ersten Bundesliga. Welche Auswirkungen hat das auf deine Arbeit als Trainer? Und wie schaffst du es, die drei des deutschen nicht mächtigen Spieler in Mannschaft und Spielabläufe zu integrieren? So eine junge Mannschaft habe ich eigentlich noch nie trainiert. Ja, wir hatten eine Anfangsaufstellung gegen Kiel im Angriff von 21,5 Jahren. Und das sind dann wirklich noch Spieler, die so in dieser Zwischenstufe stecken zwischen Jugend und Senioren, ja, Erwachsenen. Also es ist ein Juniorenteam. Das hat auch Vorteile, weil die Jungs noch formbar sind. Aber wir sind natürlich in diesem Dilemma, dass wir kurzfristige Erfolge brauchen und die Mannschaft eigentlich im Moment so zusammengestellt ist, dass man mittelfristig mit ihr erfolgreich sein kann. Die Spieler müssen schnell reifen, handballerisch sehr schnell reifen. Aber wir verfolgen auf allen Ebenen das Ziel, das zu bewerkstelligen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir über Frau Lemm Sprachunterricht geben können an unsere nicht deutsch sprechenden Spieler, das sind ja gleich drei. Weil das sehr wichtig ist, also dass man sich unter Stress auf dem Feld innerhalb kürzester Zeit verständigen kann, gut kommunizieren kann. Und meine Aufgabe ist es eben auch, da voranzugehen und den Spielern den Rücken zu stärken. Was ich allerdings, wie gesagt, sehen will, die absolute Bereitschaft, die hundertprozentige Konzentration und Fokussierung hier auf den Hochleistungssport. Und solange jeder Spieler das macht, bekommt er meine volle Rückendeckung. Was sagst du zu Christian Nippes? In dem Zusammenhang ist erstaunlich, wie sich Christian Nippes entwickelt hat. Das macht uns hier alle stolz. Das zeigt einfach auch nochmal, wir sind ein Ausbildungsverein. Leider gehen ab und zu die Besten, wie in den letzten Jahren. Aber wir müssen immer wieder für Nachschub sorgen. Und das machen wir, glaube ich, auf vorbildliche Art und Weise. Dass Christian jetzt sogar eine Einladung zur A-Nationalmannschaft bekommen hat, zum Lehrgang, ist eine Auszeichnung für alle hier, für den Verein. Es bestärkt uns darin, unsere Arbeit genauso fortzusetzen. Und ist auch eine Auszeichnung für unser Publikum, denn Christian Nippes hätte sich hier niemals so entwickeln können, wenn er nicht, auch wenn er Fehler macht, also die Rückendeckung hier spürt. Das lässt den Spielern Flügel wachsen und so können sie ihre Leistungen hier auch dann abrufen. Weil, wie gesagt, eine riesen Auszeichnung für den Verein, dass Heiner Brandt Christian jetzt sogar mal eine Gelegenheit gegeben hat, sich da bei der Crème de la Crème zu zeigen. Und unser Ziel kann es nur sein, noch mehr Spieler hervorzubringen, die dann auch eventuell für die Nationalmannschaft interessant werden können.